Ja, natürlich komme ich rein und er versucht wieder fast noch. Fast ein Erdbeben. Ja. Ja, das war jetzt der erste Burp in 4 Stunden und 30 Minuten. Ich reiße mich schon zusammen. So, dann holen wir uns mal meine Sehnen zurück. Ich wäre dir sehr verbunden, wenn du uns mal Wanderflücher droppen könntest. Ich weiß nicht, ob es da drüben weitergeht. Das ist mir alles ein bisschen sehr gefährlich hier. Okay, jemand hat versucht, da wahrscheinlich rüber zu springen. Okay, okay. Na, Mann. Das riskiere ich nicht. Okay, wir ignorieren einfach mal den Geist jetzt für Dutter. Und gehen mal hier weiter. Ich meine, es hat schon was. Sieht schon cool aus. So ist es nicht, aber es ist trotzdem nervig, die Ebene. Hallo? Ist hier jemand? Ist... Spielergeist. Oh boy. Oh boy. Oh no. Schwierig. Sehr schwierig. Und jetzt so Wanderfluch-Effekt bleibt erhalten, wenn man stirbt. Das wäre es jetzt so. Neu Londo ist ein bisschen nervig. Aber wusste auch gar nicht, dass wenn wir da an diesen Raum reingehen, auf einmal eine ganze Geisterfamilie triggern. Tut mir ja leid. Kann man ja nicht wissen. Kann man ja nicht riechen. Ja. Rekord für nicht rülpsen. 4 Stunden und 30 Minuten. Tutu. Das ist schon... nicht schlecht. Hui. Komm, ich will Dark Souls heute, Vincent. Ich will Dark Souls heute fertig kriegen. Würde mich das interessieren. Nein. Okay. Wanderfluch verschwindet, wenn man stirbt. Na, dann rennen wir halt einfach durch. Soll schon schief gehen. Außer einiges. Aua. Leute, was habt ihr denn für eine Range? Hallo? Schieß. Könnt ihr mal komplett durch die Wand schlagen, ey. Ich hätte mir denken können, dass da der klassische, da ist ein Loch in der Treppe, Trick ist.
Gott, die Geister. Ja, ich finde Neulondo so nervig. Vor allem, ich habe keine Wanderflüche mehr. Das macht es natürlich noch besser. Das ist. Da respektiere ich so ein bisschen Dark Souls 2 und Dark Souls 3, wo man wirklich darauf verzichtet hat, ne? Also wirklich dieses. Ey, ein Pixel ist wieder munter. Darauf hat man verzichtet. Ich weiß. Dass man verzichtet hat, so, hey, du brauchst ein bestimmtes Objekt, damit du gegen einen bestimmten Gegner fighten kannst. Okay, bei Dark Souls 2 jetzt nicht unbedingt, ne? Den König dort, da brauchst du ja die Seelen, aber das ist ja jetzt was anderes. Die hast ja, die konnte man ja Vincent, du hast ja Vincent Wedge schon be bekommen. Dass du auch schon gegen den fighten konntest. Der Rest war ja bis optional. Aber hier ist es ja quasi ein Muss. Ich meine, du kannst auch ohne die Seelen gegen den fighten, das dauert bis ziemlich lange. Aber hier ist es ja so ein Muss, du brauchst ja diesen Wanderfluch, damit du überhaupt gegen die Geister kämpfen kannst. Das ist ein bisschen nervig. Und dann haben sie auch noch so eine schöne Range. Mensch. Dann ist die Karte auch noch so schön. Ach Mann. Ich liebe es. Kannst du da mal bitte rauskommen? Ha? Aha! Oh, ich lebe noch. Ich lebte noch. Wie hat mich der Grab getroffen? Wo, wie und ha? Ist der letzte Boss, by the way. Gut, dass es. Ich habe morgen auch noch frei, ja. Bitte sag mir jetzt nicht, du nimmst heute nicht die Audio auf. Weil ich möchte gerne das Video eigentlich fertig haben. Das ist unglaublich, dass einfach nur noch zwei Bosse fehlen. Alles. Alles. Oder? Ich glaube, Entwicklung war am schlimmsten. Ich glaube, wenn die Entwicklung einfach nochmal einspricht, sollte es eigentlich gehen. Weil ich glaube, bei allen anderen war es eigentlich okay. Aber ich hab's jetzt gerade nicht im Kopf. Also zumindest ist es mir bei Entwicklung am meisten aufgefallen. Bei den anderen ist es mir jetzt nicht so. Warum kann ich eigentlich noch hier lang laufen hier? Okay, Game. Okay. Da lag eine Leiche in den Topf. Ist mir egal. Okay, danke, Handy. Ach, das ist man sogar zum. Oh Gott, mir wird schon schlecht, ey. Hi? What the fuck? Nicht hilft, sondern dass ich. Ich habe gerade gelesen. Ich hab gerade gelesen.
hoffe, dass ich dauertot bin. Warte, du kannst lesen? Ja. Bloß lesen und spielen kann ich nicht zugleich, weil meine Ausgabegeräte in verschiedenen Richtungen zeigen. Ist jetzt nicht so, als ob ich irgendwas Sinnvolles tue. Warte, du kannst lesen. Das, wenn du nicht lesen kannst, ist das nicht mein Problem. Holy shit, Alter. Kann ich dafür, dass du auf Englisch streamst und es schwieriger ist? Reden kann ich nicht. Als frontet er auch noch. Irgendwo muss ich ja meinen Frust abbauen, wenn ich nicht am Spiel kann. Ich bin nicht des Sprechens mächtig. Sieht man ja an den ganzen Quotes, die es hier gibt. Ach, das ist deren Grab. Ah, ja, okay, natürlich. Ich würde auch meine Arme so 50 Meter rausstrecken. Du hast auch Kinder. Ich weiß nicht, was du meinst. Du bist eigentlich wieder nach Italien. Ich wüsste den Kontext noch dazu. So, jetzt muss ich jetzt aufpassen, Leute. Ich kann jetzt nicht hier im Chat schauen. Lass mich. Das war ein ganz schön Impact-Quote, ne? Ja, ganz schön Impact war ganz wild. So, hier rein. Gehen wir mal hier runter. Och Mensch, wer hätte damit gedacht? Das Loch in der Treppe ist damit beseitigt. Hier ist eine grüne Scherbe, die brauche ich nicht. Yeah. Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist ein Aufzug. Funktioniert nicht, okay. Verschlossen. Cool, cool. Es ist nicht gerade hilfreich hier. Okay, die Geister scheinen weg zu sein. Nice. What the fuck? Bitte sei der Wanderfluch. Au! Junge, du bist ein Scheißgeist, Alter. Krieg schon noch einen seltenen Ring der Opferung. Really? Wo bin ich denn jetzt schon wieder gelandet hier? Ah, das ist an dem Familienhaus. Okay. Keine Zeit. Nicht in Griechenland, wir haben Bäume. Ja, das ist ein gutes Quote. Hi! Keine Zeit mit dir zu reden. Fatou sind einfach nur Durchfall. Das ist der zu rechte 69 Quote. Bricht das? Ist okay. Du bist besser als du.
bin besser als ich selber. Okay, aber die Frage ist jetzt, wo waren die Flugtore nochmal? Ah, da hinten. Okay. Oh Gott, oh no. Guck mal, die. Aua! Warum kann die zaubern? Au! Aua! Renn, Schlampe. Ich glaube, sie heilige Scheiße, warum explodierst du? Noch die Story aufnehmen. Ich muss noch mal die komplette Story von Labyrinth of Galeria aufnehmen und dann kann ich das Spiel deinstallieren. Können Sie, Frau Geist, könnten Sie vielleicht gehen? Okay, ich wollte Sie nicht beleidigen. Tut mir leid. Hat die ein Kind? Was bin ich hier? Ah. Wo sind hier so viele Leichen? Oh Gott, ihr seid hier. Das erklärt, warum hier so viele Leichen sind. Okay. Du vergisst mich so sehr, dass ich durch war, ja. Das ist geil. Fast, ich kann nicht reden. True. Ich frag mich aber, ich weiß echt nicht mehr den Kontext dazu. Und er würde mich jetzt schon interessieren. Ja, wir haben schon einige an Qualität. Ich habe schon einige an Qualitätsquotes auf jeden Fall. Aber wir sind ja fast an 300. Sind fast an 300. Ich dachte heute die Wort von November 2022 an, weil ich die auch habe. Sorry, ich bin nicht mehr Affiliate oder sonst irgendwas. Die Trainer achten im Gym darauf, was du machst, und wenn du eines Tages die Arme nicht trainierst, sind sie am nächsten Tag ab. Oh, Next Man müsste ich auch noch mal spielen. Aber das würde ich wahrscheinlich dann für YouTube benutzen. Weißt du, Neulando war schon gefährlich, jetzt ist es einfach noch gefährlicher. Geil, geil. Wenigstens ist es nicht mehr so nass. Dafür stinkt es bestimmt, weil das sieht schon ziemlich grün aus hier. Das riecht bestimmt gut. Alge. Und cool.
Konstantin habe ich hier 3 Müllsäcke. Mittlerweile nicht mehr. Mittlerweile habe ich gar keine Gardinen mehr. wie war nochmal der das Shortcut zu Schandstadt? Ah, okay, ja, ich weiß wieder. Er war hinten. Ist das ein Upgrade oder Downgrade? Definitiv ein Upgrade, weil Leute sehen meine Fenster nicht. In der alten Wohnung war ich ja. Konnten die gegenüber meine Fenster sehen. Da haben sie gesehen, dass ich mit Müllsäcken gelebt habe. Und eine Decke als Gardine für mein Balkonfenster. Ziemlich belastet, die Müllsäcke hat ziemlich gut Fliegen angelockt, weil die so gestunken haben, wenn die Sonne drauf geknallt hat. Das weiß ich noch, da hatte ich. Mache ich so die Müllsäcke weg, kommen so 20 Fliegen oder so entgegengeflogen. Habe ich mir dann so eine Fliegenfalle geholt, habe mich schlafen gelegt, bin wach geworden und die ganze Fliegenfalle war voll. Aber ich hatte keine Fliegen mehr. War schön. Definitiv Erfahrung, die man mal brauchte.